Gäste, herzlich willkommen in der Bank Austria Filiale Leasing. Ich möchte mich ganz kurz bei allen jenen vorstellen, die mich noch nicht kennen, wo ich mich noch nicht vorstellen habe können. Mein Name ist Michael Plattensteiner, bin Filialleiter der Filiale Leasing. Darf hier seit Juli 2016 gemeinsam mit Thomas Zeiss die Agenten führen. Kurz zu meiner Person, ich bin seit ca. 8 Jahren in der Bank, habe in den letzten Jahren unter anderem die Filiale Pressbaum oder die Filiale Speising geführt und darf eben hier seit Juli 2016 arbeiten. Ich glaube, all jene, die die Filiale Leasing gekannt haben vor dem Umbau, werden recht wenig von dem wiedererkennen, wie wir sie gehabt haben. Und sehr viel Neues sehen und vielleicht auch von anderen Filialen Bekanntes dann finden. Ich bin sehr froh, dass Sie alle unserer Einladung gefolgt sind und uns oder mir auch die Chance geben, Sie hier begrüßen zu dürfen und mal einer anderen Rahmenbedingung Sie in der Filiale herzlich willkommen heißen können und auch unser Ambiente oder die neue Filiale einfach zeigen können. Zur Filiale noch dazu gesagt, wir sind 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Summe über 17.000 Kunden betreuen dürfen hier, wo wir all ihre Anliegen, Wünsche, Anregungen allerhand abwickeln dürfen, gerne jederzeit für sie zur Verfügung stehen. Und auch ich nehme das jetzt für meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, Betreuerinnen von Ihnen vorweg und ich glaube, das sagen wir alle, dass wir das natürlich recht gerne machen und auch in Zukunft gerne machen werden. Wir haben eine Foyer-Erweiterung hier, die glaube ich, sehr zugunsten allen hier ausgefallen ist, wo wir von mehr Geräten, Servicierungen anbieten können, aber auch unter anderem, wenn Sie die Filiale betreten und Sie waren vielleicht in den letzten Tagen schon bei uns, wo Sie auch feststellen durften, dass Sie bei uns recht herzlich am Empfang, beim Empfangsmanager, so wie wir es nennen, herzlich willkommen heißen, wo wir sofort die Anliegen entgegennehmen und sehr wohl auch einiges umgestellt haben, um einfach noch näher bei Ihnen, bei den Kundinnen und Kunden sein zu können und auch Ihre Wünsche, Serviceleistungen oder was auch immer entsprechen können. Ich möchte auch noch ganz kurz den Herrn an meiner rechten Seite vorstellen. Gernot Frech, Vertriebsleiter in Wien. Ich möchte kurz das Mikro auch an dich übergeben. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Gernot Frech, Vertriebsleiter der Region Wien-West. Ich bin eigentlich immer der Manager im Hintergrund. Sie haben mit mir wirklich wenig zu tun. Darum halte ich mich bei solchen Reden immer ganz kurz, weil die wichtigsten Personen für Sie sind letztendlich die Betreuerinnen und Betreuer vor Ort und auch das Führungsteam. Wir haben hier in Leasing eine Filiale gestaltet und neu ausgerichtet, wieder ein Stück weiterentwickelt als letztes Jahr. Wir haben hier auch eine Pilotierung mit diesem Team gemacht, im Trainingsbereich, und ich möchte jetzt gleich zu Beginn einmal Danke sagen, und zwar danke dem Team der Filiale Leasing, die wirklich in den letzten Wochen extrem viel trainiert haben, extrem viel ausgehalten haben, extrem viel ausprobiert haben. Und das ist auch so, wir haben 3 Filialen dieser Art jetzt in der letzten Woche eröffnet, die quasi der Standard sind, den wir in Zukunft in allen Filialen ausrollen wollen. Und das Team, wirklich danke auch ans ganze Team und an die, die heute da sind, und richtet sich bitte denen aus, die nicht da sind, wirklich ein super Job. Nämlich alle lernen daraus, alle kriegen das Feedback und extrem wichtig für uns als Bank. Die Filiale bleibt Dreh- und Angelpunkt, ist nach wie vor der wichtigste Punkt für alle Kundinnen und Kunden als Nahtstelle für die Bank. Wir stehen zu diesem Ansatz. Wir werden, weil ich zuerst auch schon gefragt wurde, wie geht es weiter mit den Filialschließungen, ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der anzusprechen ist. Wir werden auch im 23. Bezirk jetzt keine weiteren Standorte mehr schließen. Wir haben das auch nicht mehr vor. Wir haben ein Konzept entwickelt, das auf 125 Standorte in Österreich ausgerichtet ist, und das ist jetzt einfach mal so festgehalten. Man weiß nie, was die Zukunft bringt, aber das ist jetzt einmal unsere Ausrichtung und unser Plan.
Und weil ich auch zuerst gefragt wurde, jetzt habe ich meine Rede ein bisschen verändert, wie ist denn überhaupt die Ausrichtung der Bank und wohin geht die Reise? Wir sind auch nach der Osteuropa-Abspaltung die kapitalstärkste Bank Österreichs mit Abstand, und zwar doppelt so groß wie das zweitgrößte Institut in Österreich. Wir haben danach, nach der Osteuropa-Abspaltung, wobei man immer sagen muss, Abspaltung ja, die Mitarbeiter und das Kompetenzzentrum bleibt ja nach wie vor in Wien. Es ist nur anders zugeordnet. Sowohl was die Sparanlagenquote betrifft, doppelt so groß wie die nächstgrößte Bank in Österreich. Was das gesamte Wertpapiergeschäft betrifft, ähnliche Zahlen. Also all das spricht für ein Unternehmen, das mit einer Kernkapitalquote in Zukunft von 18%, zumindest sagen uns das jetzt einmal die Hochrechnungen bis Ende des Jahres, mit Abstand die kapitalstärkste Bank des Landes ist und auch im Europavergleich nichts zu scheuen hat. Ich bin extrem stolz, in dieser Bank zu sein, und ich habe das auch mitgenommen beim Probetag in diesem Team, also was da an Energie abgegangen ist und wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Schwierigkeiten hier gemanagt haben, kann ich nur sagen, war echt super, und auch heute. Ja, also Sie sehen es jetzt nicht mehr, aber wenn heute leider die Lüftung verrückt spült und dann plötzlich in die falsche Richtung bläst und hier herinnen es ziemlich ausschaut, haben Sie das echt super hingekriegt, dass es jetzt wieder sauber ist. Und all diese Dinge gehen nur dann, wenn man wirklich mit Begeisterung dabei ist, wenn man sagt, hey, wir tun alles für unsere Kundinnen und Kunden, und Sie als Kunden stehen im Mittelpunkt. Und das ist mir persönlich ganz wichtig, und das soll auch so sein, und darum freue ich mich auch sehr, dass Sie heute hier sind. Meine Worte genug, ich gehe wieder zurück an den Michi Plattensteiner, und euch beiden alles Gute für die Zukunft. Ich möchte auch nicht mehr allzu viel Zeit in Anspruch nehmen für Sie und nicht meine Rede noch weiter hinauszögern oder verlängern. Ich kann mich bei Ihnen allen auch noch einmal nur recht herzlich bedanken, nicht nur fürs Kommen, für Ihr Vertrauen, für Ihre Treue in unserem Haus, in unserer Filiale, in jeden einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, was Sie in den letzten Wochen, Monaten, Jahren schon gezeigt oder auch bewiesen haben. Von meiner Seite möchte ich hier an alle hier einen recht herzlichen Dank nochmal aussprechen und mich auch gerne vielleicht nochmal an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenden und auch noch einmal ein großes Lob aussprechen für die bisherige Arbeit. Und ich kann nur sagen, es macht mir unheimlich viel Spaß, hier sein zu dürfen, hier zu arbeiten mit einem motivierten Team, mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die verstehen, was Bank heißt, ja, und verstehen, was wir für Sie alle gerne leisten möchten, und verbleibe jetzt mit den letzten Worten und wünsche Ihnen einen schönen Abend hier in der Filiale Leasing Neu und vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch. Danke. Hallo, darf ich Ihnen sagen, dass Ihnen das sehr gut gelungen ist. Wunderschön geworden. Danke. Danke. Wir kommen jetzt zur offiziellen Eröffnung. Ich darf den Herrn Bezirksvorsteher bitten, mit uns gemeinsam das rote Band durchzuschneiden. Das ist immer schwierig mit drei Scheren gleichzeitig, aber wir werden es versuchen. Der Herr Zeiss wird vielleicht das Kommando geben, oder? Okay, das sagt man schon. Ganz langsam. Auf die Plätze. Ja. Fertig. Noch nicht. Noch lächeln. Und geht's? Los! Ja. Ah, sehr gut.